Ja, Kevin, wir fangen mal mit der großen Eingangsfrage an. Wie würdest du denn das Thema Meditation jemandem beschreiben, der das Ganze noch nie gehört hat? Ja, klar, also die Frage habe ich ja jetzt auch ein paar Mal gestellt, auch verschiedene Antworten bekommen. Es ist vielleicht wichtig, um mal uns alle auf einen Nenner zu bringen und also mein Bild auf Meditation mitzuteilen. Meditation ist erstmal eigentlich nur ein Wort und die Definition dahinter kann jeder für sich selbst entscheiden. Es geht eigentlich darum, dass Meditation einen dahin führen kann, wo Wörter auch keine Rolle mehr spielen. In gewisser Weise ist für mich alles Meditation, wenn ich rausgehe aus dem Unbewusstsein, immer wenn ich ganz bewusst in etwas eintauche, ist es für mich persönlich Meditation, ohne dass ich jetzt den Anspruch habe, dass es der klassischen Betrachtung von Meditation entspricht. Aber wir sind so oft so voll in Gedanken und so bewegt und überhaupt nicht da. Und schon in dem Moment, wo man mal ganz in den Moment kommt oder wo ich ganz in den Moment komme und etwas ganz, ganz bewusst tue, dann bekommt das für mich eine bestimmte Qualität. Und das würde ich schon zumindest meditativ nennen. Kann Meditation als Weg gesehen werden oder auch Meditation als Zustand, Meditationszustand zu erreichen oder Meditationstechniken zu erwerben. Das heißt, unterschiedliche Meditationstechniken, wie wahrscheinlich schon gehört haben, in den zwei Konferenzen. Es gibt die Mindfulness, die Aufmerksamkeitsmeditation. Es gibt unterschiedliche Meditationsarten und Techniken dahin zu führen und dann eben auch die Meditation an sich einen Zustand zu erreichen. Und im Tantra gibt es ganz viele Arten, wie man das erreichen kann. Ernährung ist ein wichtiger Punkt, geistige Weiterentwicklung ist ein Punkt, aber Emotionen beispielsweise, Empathie, das sind Dinge, die absolut wichtig sind und von denen ich glaube, da wird in der Schule zu wenig verbreitet. Und deswegen war das für mich ein Ziel, zu sagen, wir packen das alles zusammen und sagen nicht nur Meditation, nicht nur Achtsamkeit, sondern allumfassend, wie das schon Aristoteles beschreibt, als letztes Ziel menschlichen Handelns, das Glück anzustreben. Meditieren ist wie wenn ein Gärtner die Wurzel einer Pflanze gießt, ja, die Wurzel des Baumes gießt. Der Gärtner, der kluge Gärtner, der geht nicht hin und streicht den Stamm an und putzt die Blätter und poliert die Äpfel, die da wachsen, sondern er kümmert sich nur um die Wurzel, weil aus der Wurzel alle unterschiedlichen Aspekte des Baums genährt werden. Und genau das machen wir in der Meditation. Wir kümmern uns, wir kultivieren die Verbindung zu unserer Wurzel, ja, zu unserem Selbst. Und aus diesem Selbst wird alles genährt. Meditation, eigentlich sind es für mich zwei Sachen. Das eine ist, es ist eigentlich eine Praxis, eine Art Technik, die man anwenden kann, am besten jeden Tag, um sozusagen eine Haltung zu kultivieren, die Haltung der Achtsamkeit. Und das ist so ein Begriff, den vielleicht auch schon sehr viele jetzt gehört haben, weil es gerade auch so ein kleines Trendthema ist, kann man sagen. Also durch Meditationstechniken kann ich Achtsamkeit kultivieren. Und diese Achtsamkeit ist eine Haltung, die ja eigentlich die Qualität zur Beziehung verbessert. Einmal die Qualität der Beziehung zu mir selber. Also ich kann mich bewusster wahrnehmen, ich kann mich auch bewusster regulieren durch Achtsamkeit und ich kriege auch viel mehr mit von meinem Gegenüber und auch von der Umwelt. Also es verändert die Art und Weise, wie ich eigentlich der Welt begegne, mir begegne. Und auch, man kann ja sagen, so wie wir die Welt sehen, das hat auch eine Veränderung darin, wie wir die Welt erleben. Also das verändert viel in dem, ja, wie wir nicht nur wahrnehmen, sondern auch erleben. Die meisten Asanas zielen eigentlich nur darauf, auf eine, ja, ich sag mal, gesunde meditative Körperhaltung einzunehmen. Also das ist. Andererseits kann ein Asana eben auch Meditation sein oder ein Asana-Ablauf. Wenn ich so mit der Haltung, mit meinem Atem eins werde, dass ich eben fließe, dass ich Raum und Zeit vergesse, dass ich getragen werde von meinem Atem oder dass ich ganz in diese Yoga-Haltung eintauche, dann kann das eben auch eine Meditation sein. Deshalb glaube ich, dass der Yoga eine wunderbare Möglichkeit ist, die Türe zur Meditation zu öffnen. Meditation ist eigentlich der Gipfel sozusagen, wenn man möchte, der Yoga-Praxis und das Medium, ja, mit dem wir tatsächlich auch mit dem Geist in den friedvollen Zustand kommen können.
Heilmeditation, die kannst du für dich selber auch machen oder es kann jemand für dich ausführen. Es kommt drauf an. Wir haben in der tibetischen Medizin eine Mantra-Apotheke. Ja? Ja, eine Mantra-Apotheke und diese Apotheke ist riesig. Ja? Also, ich reise sehr oft und sehr viel, weil Dr. Nida mir das auch sehr ans Herz gelegt hat. Du musst immer alles bei dir haben. Ja? Ein paar Schröpfköpfe oder mal ein tibetisches Stocktherapie-Ding und sowieso. Aber Mantras, die reisen immer mit. Die kann ich, die anderen vergesse ich, aber das vergesse ich nicht. Ungefähr so, wie wenn du deine Ausdauer verbessern möchtest und dafür joggen gehst. Also das Joggen wäre das Meditieren, das ist ein Training des Geistes und die Ausdauer oder im anderen Fall eben Achtsamkeit ist die Qualität, die man dadurch mieten und ausbildet. Es ist ganz einfach, wenn man mit dem Atem anfängt. Denn den Atem haben wir immer dabei, nur meist achten wir nicht auf ihn. Denn der Atem geht unwillkürlich, aber wir können auch auf ihn Einfluss nehmen. Und wenn wir auf ihn achten, ohne ihn zu verändern, verändern wir schon etwas im Körper. Und das ist eigentlich so der Königsweg zur Meditation, dass wir über den Atem den Körper erreichen und über den Atem den Geist beruhigen können. Und es gibt unglaublich viele Arten zu meditieren. Aber wichtig ist immer, dass man einen Fokus hat. Das nennt man die einspitzige Aufmerksamkeit. Mhm. Dann noch andere Arten, wo man die Aufmerksamkeit weitstellt. Aber bleiben wir doch erstmal bei dem ganz Einfachen. Vielleicht können die Zuschauer auch jetzt gerade im Moment mal ihren Atem spüren. Da würde ich gleich in einen anderen Modus schalten und würde die Person fragen, ob sie Lust hat, bevor wir uns drüber unterhalten, für eine Minute mit mir da einzusteigen in die Meditation. Sollen wir das mal machen? Können wir, klar, wirklich. Ja? Dann schlage ich vor, für die Zuschauer, wenn ihr Lust habt, einfach mitzumachen und wenn nicht, dann zu schauen, was passiert, wenn du nicht mitmachst. Also meine Einladung wäre, die Augen zuzumachen. Einen Moment. Ich habe hier mein Instrument mitgebracht, eine Zimbel, die schlage ich einmal an. Und dann lasse ich eine Minute Stille und mache noch ein Angebot und dann schlage ich sie nochmal zum Schluss an. Los geht's. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Danke Ihnen, Herr Jeckel, für die spannenden Fragen. Ja, danke schön. Alles Gute. Perfekt. Weiterhin so aktiv bleiben und so neugierig, wie Sie sind. Ja, ja, da kommt noch einiges auf jeden Fall. Fragen gehen nicht an uns her. Alles gut. Danke schön. Tschüss.